So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, wo wir versuchen, unser erstes Land zu claimen, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie das geht. Oh, tatsächlich, 99 Äpfel, wow. Das ist schon ein bisschen was. So, dann nehmen wir mal alles mit hier und machen mal Home. Und jetzt gucken wir mal, wie war das Menü? F, Create. F, Create. Base. Also das ist hier schon mal nicht mit Faction gemeint. Ich weiß auch gerade gar nicht, was das Wort überhaupt bedeutet. Warte mal ganz kurz, ich bin so ganz gut. Ja, ich bin ja jetzt die englische Sprache nicht so mächtig. Gucken, was Faction bedeutet. Na, ist wirklich eine, ja, Gruppierung. Block, also. Doch, das, was ich dachte, dass das heißt. Und ich dachte halt, dass du dann hier quasi sowas halt, ne, also eine Gruppierung hat ja auch ein Zuhause, sag ich mal. Und dass, wenn ich das halt hier mache, dass dann automatisch das Ding hier dann für meine Gruppierung, wo halt aktuell nur ich drinne bin, dann irgendwie macht, aber irgendwie nicht. Jetzt habe ich irgendeine Fraction gegründet, wo ich nicht mal weiß, was das bedeutet. Gibt es hier irgendwas? Set home position, go home. Ach, guck mal, kommt auch so aus dem Menü drauf zu. Aha. Aber hier steht nicht, wie man sich irgendwelche Sachen knistert. Naja, zur Not müssen wir den Spawn-Bereich erstmal weiträumig verlassen. Ja, wobei, wir können uns ja auch so auch kaum Sachen schützen, weil ja Self-Protection gibt es ja nicht. Müssen wir uns erstmal irgendwelche kleineren Behäusungen bauen und dann mal gucken, dass wir dann irgendwie an Gold kommen. Der wäre eigentlich ganz günstig, wenn wir direkt nochmal zum Spawn gehen. Und mal gucken, ob es unten. Ob es unten eine öffentliche Mine gibt. Ausgeschildert sehe ich erstmal keine. Oh, falsche Seite. Aber hier steht überhaupt nichts dran, wo die leider hinführen. Von daher gucken wir einfach mal, was uns da unten erwartet. Hier ist zumindest schon mal rotes Gestein. Okay, das sieht doch sehr platziert aus. Da hat es locker mit diesen mit World Edit gemacht. Aber sieht zumindest schon mal so aus, als hätte es eine öffentliche Mine sein sollen, ne? Macht sehr den Eindruck. Aber auch komisch designt. Muss die erstmal die Treppe runterlaufen und dann muss sie erstmal zur anderen Seite gehen, um weiter runterzukommen. Brauchst du noch länger? That's sad. Oh mein Gott, noch so viele Etagen. Oh Mann. Weil hier sieht es nicht so aus, als wenn man hier abbauen könnte, oder? Kann man hier schon abbauen? Nee, also hier ist definitiv keine öffentliche Mine. Hier ist noch alles geschützt. Na, da hinten sieht schon mal gut aus. Ist aber auch noch protected alles.
interessante Geräusche. Jetzt haben wir es geschafft. Das war jetzt dumm. Hab gar keinen Schaden bekommen. Okay. Oh, doch. Der hängt nur ein bisschen daher, scheinbar. Da. Weil da haben wir jetzt auch keine Äpfel mehr. Dieser Server macht mich wahnsinnig. Weißt du was? Aufgrund dessen, dass das uns ja unser Homepunkt eh nichts bringt, machen wir einfach bei jeder Etage setzen wir unseren Homepunkt. Also wenn wir doch sterben sollten. Da fällt mir ein. Ist das schon Cheaten? Fällt das schon als Cheaten? Ich weiß nicht. Wer sich fragt, was ich gerade mache, ich mache immer kurz bevor ich, ne, tot bin, sitz, also eigentlich, man sieht ja eigentlich, was ich mache. So, wo sind wir jetzt eigentlich vorhin gestorben? Noch eins runter? Nicht, dass wir jetzt schon zu weit sind. Das wäre ja sehr traurig. War wir echt schon so weit? Oh, da, gut, da kommen noch ein paar Etagen. Ah, da unten sind wir. Yeah, so. Und? Habe ich die falschen Befehle gegeben? Verdammt. Guck mal, da ist auch einer gestorben. Gehen wir mal jetzt hier zu Fuß runter. Können nämlich das da gleich mitnehmen. Und da müsste auch unser Stuff sein. Außer es ist auch von jemand anderem. So, was ist hier drin? Nochmal 100 Äpfel. Die nehme ich natürlich sehr gerne. So, hier haben wir jetzt unseren Stuff. Glaube ich. Müsste sein. Ja. So. Meine Fresse. Noch so viele Leitern. Oh Mann, ey. Wie das ist, können wir jetzt wieder rennen. Oh, da ist Lava. So, wie gesagt, das ist bei jeder Etage erstmal Homefunk setzen. Damit, wenn wir nochmal sterben, nicht so weit laufen müssen. Ist aber auch alles protected hier, ne? Ja. Das ist einfach nur Lava. Draußen schon dunkel. Ich bin mal gespannt, wie viel Stuff unten am Boden direkt ist. Aber so tut's wie ich. Ich springe immer erstmal runter. Das heißt, unten könnte tatsächlich relativ viel Stuff sein von neuen Spielern. Und wenn jeder 100 Äpfel droppt, dann haben wir erstmal ausgesorgt. So sehe ich sonst erstmal keine schwarzen Knochen mehr. Apfelessen klingt, als wenn du dir gerade irgendwelche Knochen brichst. Oh, Mäder. Ja, da unten sieht zumindest schon mal sehr höhlich aus. Oh, jetzt gibt's hier auch keinen Rand mehr. Okay. Ah, hier geht's noch weiter runter.
Langsam wird es spannend. Oha. Oh ja, das ist definitiv öffentliche Höhle. Mine. Und da haben wir nochmal so ein Ding. Oh, schade. Keine 100 Äpfel. Oh, guck mal da. Da fliegt einer. Kommen wir da ran? Nee. Nee, ist zu hoch. Machen wir was sehr Riskantes. Ich lasse ihn einfach auf das Ding fallen. Das werden wir nie im Leben über. Nee, ist zu hoch. Das werden wir nicht überleben. Ich weiß halt auch nicht, wie hoch der Fall-Damage hier ist. Ob das hier besonders hoch ist oder besonders niedrig ist. Aber so tief wie der da ist, ich glaube mal, das ist einfach zu hoch. Was wir natürlich machen können. Hat nicht geklappt. Oder hat's geklappt? Wo bin ich? Da unten auf dem Bundes. Ne, ist das jetzt unser oder? Ah doch, hat geklappt. Ja, hat geklappt. Wir haben ihn mitgenommen. Sehr geil. Das heißt, der Stuff, der hier in der Kiste drinne war, ist jetzt auch mit bei unserem drinne. Sehr schnieke. Oh, schade, aber keine Äpfel dazu bekommen. So. Setzen wir jetzt mal unseren Hauptpunkt. Und ab hier ist jetzt wohl öffentliche Höhle. I guess. Hier ist auch schon Gold. Achso, ja, hier ist immer noch protected. Gut, wir müssen jetzt mal aus der Area rausgehen. Leider ist ja alles so scheiße dunkel. Oh, das ist noch so ein Ding. Erstmal die ganzen Knochen aufsammeln. Easy. Wow. Hier hat jemand auch schon fleißig gesammelt. Was brauchen wir? Wir nehmen mal ein bisschen Stein, kann nicht schaden. Ansonsten alles, was an Pickaxe-Äxten da ist. Ja, Holz kann auch nicht schaden. So, Schwerter brauchen wir nicht so viel. Da haben wir schon jetzt 20.000. Die sind jetzt schon völlig überladen. Danke dafür. Jetzt natürlich alles, was an Ressourcen ist, natürlich schon abgebaut, ne? Das heißt, wir werden es ja wahrscheinlich erstmal irgendwo freudig in den Berg graben. Sind auch ein bisschen geschützter vor Zombies, also Monster allgemein. Aber ich sehe erstmal kein Gold. Ja, von daher, scheiß drauf. Wir gehen einfach direkt jetzt hier in die Wand. Oder hier. Schutz vor Monster. Und dann, let's go. Oh, Fackeln geben kein Licht. Na gut. Erstmal hier die Axt auf die 2 packen. So. Auf die 1 kommt ein Schwert. Das da. Kann man Inventar sortieren? Nein. Dann sortiere ich mal per Hand. Das gute alte Defragmentieren. Oh, schon viele Fackeln haben wir mittlerweile auch. Ja, wir kommen noch da. Gut, einmal Holz, ganz ehrlich. Und ein Knochen. Oder? So, wir brauchen Gold. Oh, Eisen haben wir schon mal. Sehr gut. Oh, da kommt mal Geld für. So, dann packen wir da erstmal eine Fackel hin. Nehmen wir noch hier das Eisen mit. Weil auch Eisen kann nicht schaden. Ganz jetzt zwar schon Eisenwerkzeuge, aber trotzdem braucht man Eisen für alles Mögliche. Schon mal für so ein ganz simplen Stuff wie Eimer. Ja.
Deswegen, Eisen ist das Wichtigste. Eisen und Gold. Es ist jetzt so ungewohnt, dass die Fackeln kein Licht geben, wenn man sie in der Hand hält. Ich bin halt durch meine Server völlig gewohnt. Und auch viele andere Server, auf denen ich so unterwegs bin, haben dieses Feature mittlerweile. Gar keine Rohstoffe hier, sag mal. Ich glaube, ich müsste erstmal tiefer gehen, kann das sein? Ich meine, wir sind jetzt schon bei fast 600, aber eben nur 600. Das ist wirklich spannend, wird es ja erst bei 1024. Jetzt nur noch Kies, ernsthaft? Auf Kies. Weil ohne Eisenschippe ist das Abbauen echt langwierig. Oh, Kohle. Und die erste Spitzhacke ist weg. So, dann kommt der nächste. Kohle auch sehr gerne. Kupfer, keine Ahnung, lasse ich erstmal da. Unser Inventar ist ja relativ voll. Wir haben 12 Eisen. Wir könnten uns also tatsächlich schon mal einen Satz Eisenbarren machen. Verbrauchen wir natürlich einen weiteren Slot, ne? Gehen wir das Risiko ein für eine Schippe? Oder passt, wollen wir es einfach verkommen? Ich meine, das geht ja relativ zügig. Ja, leider wird das Geld nirgendwo angezeigt, ne? Oha. Oha. Glück im Unglück, I guess. Ja, vielleicht müssen wir hier wieder aufpassen, weil große Höhle heißt Monster. Walter. Aber ich weiß schon viel Eisen. Dann habe ich. Bin ich oder gehen die Eisenspitzhacken extrem schnell runter? Die sind doch sonst nicht so schnell. Oh, Gold! Yay! Und wir sind voll. Leck mal doch an den Dash. Beziehungsweise hier, das brauchen wir auch nicht.
Aber ganz ehrlich, kann auch weg. So. Haben wir schon mal einmal Gold. Nur zweimal Mede, ja. Schade. Hatte gehofft, du kannst direkt die Spitzhacke bauen. Aber scheinbar nicht. Na gut. Oder dann ist. Ah ne, da läuft etwas. Oh. Ich höre Schritte. Obsidia. Hey. Erstmal was essen hier. Bringt es den anzugreifen? Weil das Einzige, was wir bekommen dürften, sind Knochen. Oh, ist weg. Ha, der Typ hatte Angst. Er ist geflüchtet. Ich muss da hoch. So, mal das ist. Consolidated Oil. Aha. Hä? Von was bin ich gerade gestorben? Killed by a mob, aber von wo? Gar keinen gesehen. Ich bin verwirrt. Das gibt, guck mal, hier ist ganz viel Gold. Das hier bitte gar nicht. Guck mal, wir haben 180 XP verloren und dabei haben wir noch nie wenigstens XP bekommen. How is it even possible? Na, gib mal ein Messer her. Oh, da war. Oh, Spitzhacke habe ich übersehen gehabt. Lol. Ach ja, darf nicht zu lange rennen, weil das Essen extrem schnell runtergeht. Wo ist das Monster? Na gut, auf der anderen Seite ist ja überall dunkel. Kann also durchaus sein, dass es wirklich irgendwo aus dem Nuckeln kommt. Ah gut, dann halt erstmal nicht. Hab ich jetzt eigentlich alles mitgenommen? Der schwarze Block war weg, ne? Ja. Server dropped up to everyone. $13. Ich wollte aber vor allen Dingen, aber wir gehen erstmal hier in unseren sicheren Gang rein. Ja, sehen wir sicher. Aber zumindest sicher genug. Pop. Gehen wir jetzt gut hier. Nee. Das wollte ich. So, gibt es irgendwas mit Currency? Ja, gibt es. Bones Money gibt es, okay. Ah, okay, also da sind wir wissen schon mal, wie viel Geld wir haben. So, und jetzt würde mich mal interessieren. Wegen Experience.
Den Befehl haben wir schon. Also können wir nochmal probieren hier mit Experience. Ja, null tatsächlich. Durch was bekommen wir bitte schon Experience, sag mal? Ich weiß auch gar nicht, weil die hier jetzt mit diesem Rainbow Player und sowas alles ist ja so ein Level-System und das konnte man irgendwie leveln, aber da muss man irgendwie immer einen Befehl eingeben. Ach, Rank Up war's. Da, das Ding. So, das heißt, wir brauchen 40 Steine. Kann ich denn verlieren alles? Bam. So, das war's, bis das Zeug bis gespurt hat. Ach, das Ding ein Krach, ey. Ist ja schlimm. Und müsse, was war das mit Lotterie? Lotterie-Tab, Lotterie to Entering It. Lol, geht's in Lotterie? Glücksspiel kann süchtig machen. Also das Perfekte für ein Let's Play. Server-Lotterie. Win-History. Interessiert keinen? Oh, das ist ein bisschen teuer. Schade. So, dann würde ich gerne mal hier in die Richtung gehen. Gucken, was hier abgeht. Also meine Fackeln. Da. Ich bräuchte eigentlich erstmal so richtigen Unterschlupf, ne? Oh. Schnell weg hier! Da sind Monster! Nein! Er wird uns auffressen. Und unsere Gedärme sich auch aus dem Schal stricken oder sowas. I don't know. Hey! Dauert so ewig. So, jetzt halt, wir haben halt wirklich noch überhaupt keine Rüstung oder sowas. Ich meine, mittlerweile haben wir ein bisschen Stahl. Wie viel eigentlich? 46. Ja. Könnte man ja vielleicht sogar überlegen, sich eine Rüstung zu bauen. Ich setze erstmal auf jeden Fall hier unten meinen Hauptpunkt. Hier so. Na, machen wir hier. Achso, habe ich Set Home. So. Haben wir hier erstmal eine Art Base. Ja. Wo ist denn der Typ jetzt so? Ah, das ist er. Gut, viel Schaden macht das Schwert scheinbar nicht. Danke. Oh, hier ist auch sehr uneinsichtig. Ah, von oben kann alles Mögliche kommen, ne? Ha. So, jetzt muss ich noch ein bisschen Gold. Problem ist halt, wenn wir früher oder später das Problem haben, dass wir hier, dass uns hier unten die Nahrung ausgeht. Bumm. Easy. Wir müssen also auch auf jeden Fall schauen, dass wir irgendwie oberirdisch eine Base haben. Das Schöne ist, dieses Unify Inventory hat ja selber auch nochmal Home-System. Und dadurch, dass hier... Immer wieder geil. Dadurch, dass wir uns hier auch noch einen Hauptpunkt setzen können, können wir also quasi mit den Befehlen Set Home und Home hier unterirdisch eine Home-Base-Bereich haben. Und oberirdisch können wir dann halt über das hier eine Home-Base haben. Wo wir dann halt irgendwie, weiß ich, Felder anbauen können und so ein Scheiß. So, das müssen wir jetzt in der Hand haben und jetzt gibt es ein Rank-Up. Bam. Ach ja, man verliert dabei ja sogar was.
Unangenehm. So, damit sind wir jetzt Stein rang. Und als nächstes brauchen wir Kohleblöcke. Ah ne, 20 Kohleblöcke. Das sind 180 Kohle, wollt ihr mich verarschen? Eieieiei. Gut, erstmal gucken, Chest. Wir brauchen erstmal eine richtige Base. Das funktioniert so gar nicht. Wir brauchen definitiv mehr Stuff. Was ist das hier? Reddit? Oh, geht auch mit Eisen. Ah, cool. Gut, er hätte das Gold also doch gar nicht gebraucht. Ne? Leg mir am Arsch. So, das heißt, du kommst raus. Wir schmeißen jetzt das gesamte Eisen rein, was wir haben. Und die restliche bisschen Kohle hier. Die Frage ist, bauen wir uns oben auf dem Land irgendwas oder bauen wir direkt hier ein bisschen was? Weil wir sagen, also ich meine, viel bauen können wir eh nicht, weil brauchen wir erstmal irgendwie eine Art Protection. Haben wir ja nicht sowas in der Richtung. Ja, wir haben halt zumindest die Dinger. Und da brauchen wir auch Eisen für. Die arbeiten gar nicht mit Gold. Lol. Brauchen wir also doch eine ganze Menge Eisen. Hä? Ah ne, ist doch Gold. Ich war gerade nur im falschen Menü drin. Okay, also doch einmal Gold und dann... Das klingt doch machbar. So. Na schon fängt der Trouble nämlich an. Wir haben nämlich gar kein Holz. Das heißt, wir machen mal Folgendes. Du kannst weg. Beziehungsweise... du kannst weg. Oder du kannst weg. Dich und dich nehmen wir mit. Und dann gehen wir erstmal nochmal zum Spawn. Laden hier ein bisschen was ab. Warum bewegt sich mein Charakter die ganze Zeit? Jetzt nicht mehr. Der Suspekt. Genau. Und gehen denn jetzt mal auf der Suche. Es ist natürlich gerade dunkel. Ja, wir brauchen definitiv Essen. Ja, und dann gehen wir mal auf der Suche nach Holz. Wir brauchen definitiv eine Menge Holz. Ich nehme mal auch 1, 2, 3. 1, 2. Und weißt du was? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, damit wir alles für die Base haben, was wir brauchen, nehmen wir nämlich direkt. Nee. Somit. Damit wir eine Endloswasserquelle haben. Und so. Voila. Okay, und dann, ja, wie gesagt, auf eine Suche begeben. Aber das machen wir nächste Folge. Ich liege natürlich mitten im Dingsbumster. Oh ja, guck mal, gut, da kommen sie alle schon. Also mal lieber. So. Von daher sehen wir uns dann nächste Folge. Bis dann.